Liebe Peter von Österreich betet, wir sind unterwegs durch die Fastenzeit. Betend gehen wir durch diese Zeit und so treffen wir uns auch am kommenden Mittwoch wieder zum gemeinsamen Gebet, besonders für unser schönes Land Österreich. Und wenn wir betend durch diese Zeit gehen, dann richten wir auch unseren Blick besonders auf den leidenden Herrn. Am kommenden Sonntag ist der Passionssonntag, der ihn besonders anregt, auf das Leiden des Herrn zu blicken. Der Herr hat gelitten, er hat sozusagen die ganzen Sünden, das Böse der gesamten Menschheit auf sich gezogen und durchgetragen. Auch das, was heute geschieht, wir könnten sagen, Christus leidet auch in den Menschen, die zum Beispiel durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen werden, an vielen unschuldigen Menschen, die Leid erfahren. Er leidet heute an der Lauheit von uns Christen, am Verrat. Christus setzt sich uns aus, auch im Allerheiligsten. Er leidet darunter, wenn es missachtet wird, wenn es verhöhnt wird oder durch künstlerische Agitationen dem Missbrauch ausgesetzt wird. Und wenn wir auf den leidenden Herrn blicken, dann werden wir auch fähig, selbst Mitleidende zu werden. Das heißt, auch Empathie zu haben, sozusagen auch wie der Herr, auch mit anderen Menschen mitzuleiden, das Leid zu sehen, das Leid auch zu betrachten und auch durch das eigene Mitleid sozusagen eine Solidaritätsgemeinschaft zu bilden. Der Apostel Paulus sagt einmal, ich ergänze am Leiden Christi, was noch fehlt. Das ist ein ganz tiefer Gedanke. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Fastenzeit, dass wir versuchen, eigene Leiden anzunehmen, Gott zu schenken und sozusagen mit seinem Leiden zu vereinen. Und gerade dann hat das Leid besondere reinigende Kraft und es kann auch als Sühne sozusagen wirklich wirksam werden, als Sühne für die eigenen Sünden, aber auch für andere Sünden. Und in dieser Zeit sind wir vielleicht besonders aufgerufen, auch besonders Sühne zu leisten für frevlerische Dinge, die auch passieren, weil dies die schlimmsten Dinge sind, die es von der Schrift her gibt. Wir sind also aufgerufen, unser Gebet auf dem Weg durch die Fastenzeit besonders zu verbinden mit der Betrachtung des Leidens des Herrn und auch der Annahme der eigenen Leiden. In diesem Sinne möchte ich Sie ermutigen, im Gebet fortzufahren, auch im Besonderen diesem tiefen angesprochenen Sinne. Gesegnete Zeit auf dem Weg nach Ostern.